Einen flauschigen Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Battle Royale. Es geht um einen, ich sag jetzt mal, einmal Zuschauer, also einer, der mein Video geschaut hat, und er meinte so in die Richtung, dass ich Abges Video geklaut habe. Ich werde in diesem Video mal auf diese lächerlichen Kommentare von ihm eingehen, denn er hat so einen Müll geschrieben. Da dachte ich mir auch nur noch, von welchem Planeten lebst du? Kennst du überhaupt YouTube? Und zwar, als ich das Video hochgeladen habe, hat jemand unter meinem Video kommentiert: Haha, die Idee ist von Abge, du Spasti. Da dachte ich mir einfach nur, bist du irgendwie geistig auf den Kopf gefallen oder kennst du YouTube nicht? Ihr sagt, die Idee kommt von Abge. Ja, tut mir leid, wenn ich genau dieselbe Idee habe, kann ich ja nicht viel. Er sagt dann, hat auch halt gesagt, die Idee kommt von Abge. Erstens habe ich das Video von Abge nicht mal gesehen. Ich habe auch nicht so, also Ich habe es ganz kurz gesehen, habe es auch nicht so richtig wahrgenommen. Also ich wusste gar nicht, dass Abge auch sowas hochgeladen hat. Das habe ich mir dann nach diesem Kommentar nochmal angeguckt. Ich habe den Modus hier gespielt, aber, war ein bisschen knapp. Okay, kriegen wir den? Ja, und jetzt will der Abstauben kommen. Das gibt's hier aber nicht. Na, warte. So, du bist auch weg. So, und dann habe ich ihm geschrieben, erstens, wie er schon gesagt hat, das war Abges Idee. Erstens hatte Abge nicht allein die Idee. Ich hatte auch anscheinend ja auch die Idee, wie er sehen kann. Und das ist dann auch nicht geklaut. Weil zweitens, das Projekt oder Format, sag ich jetzt mal, es gehört nicht Abge. Es ist nicht so sein Server, sein Modi, sein Plugin, was auch immer. Es gehört ihm nicht. Das ist nicht sein Eigentum. Er hat daran kein Recht. Also diese Aussage fand ich komplett lächerlich. Und was er dann geschrieben hat, ist auch noch so dumm. Und zwar hat der als zweites... Oh Gott. Nein. Oh Gott, bin ich dumm. Hä? Was ist das denn? Scheiße. Was mache ich eigentlich hier? Was ist das denn? Wie siehst du denn schon wieder aus? Und dann hat er noch geschrieben, du Spasti. Dachte ich mir, Junge, kennst du kein YouTube? Ich nehme ja zum Beispiel jetzt mal als Beispiel die Griefer Games YouTuber. Fast alle machen davon ein Projekt, das nennt sich Scammer suchen. Ob ihr es glaubt oder nicht. Es machen sehr, sehr viele Leute. Und ist das von einem dem anderen geklaut? Nein, ich denke nicht, weil niemand so recht an dem Format hat, da es von niemandem die eigene Idee war und nicht so das Recht dafür hat. Genau so ist das wie die Idee, sag ich jetzt mal, von Abge. Es ist nicht sein Eigentum, er hat daran kein Recht, also darf ich es ja auch wohl so hochladen. Und dann diese Aussage, du Spasti, das macht das eigentlich nur noch unglaubwürdiger, weil man weiß, da kommt so ein Typ, der meint, der wüsste alles besser, obwohl es nicht so ist. Das habe ich ihm dann drunter geschrieben und was er dann geschrieben hat, da dachte ich mir auch nur noch, bist du auf den Kopf gefallen oder bist du eigentlich nur noch was auch immer. Er hat dann geschrieben, der Teddybär, haha, du Kiddy. Da dachte ich mir, wer ist denn hier das Kiddy? Du schreibst hier irgendeinen Müll rein, der nicht mal stimmt. Und dann hat er mich sozusagen dafür ausgelacht. Er hat jemanden ausgelacht, der jetzt, sag ich zum Beispiel, schlauer ist und recht hat in dem Fall. Und er lacht ihn einfach aus als... Juckt sie nicht, ist mir egal, ob ich recht habe oder nicht. Darauf hat er auch nicht mehr geantwortet. Also falls du das hier noch siehst, an deiner Stelle würde ich noch mal lieber darüber nachdenken. Also das ist kompletter Schwachsinn, was er geschrieben hat. So, das war es auch schon von diesem kleinen Thema.
falls du das siehst, bitte denk nochmal über deine Aussagen nach und schreib nicht gleich sowas rein, was keinen Sinn ergibt. Es stimmt einfach zu fast 0%. Also, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr mehr Minecraft Battle Royale sehen wollt, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Um der Teddy Army noch beizutreten, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao. Leute, folgt mir auf Instagram, der Teddy YouTube in der Videobeschreibung verlinkt.